Heute ist das Fliegermuseum Altenrhein im Dreiländereck eine Kultstätte mit dem Schwerpunkt Schweizer Militäraviatik. Weit über 1000 Flugbegeisterte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen jedes Jahr das Fliegermuseum Altenrhein und lassen sich von den immer noch flugtüchtigen Legenden der Schweizer Luftwaffe faszinieren. Im Fliegermuseum Altenrhein lernen Sie die Legenden und Mythen der Fliegerei kennen. Zum Beispiel der Abfangjäger Mirage 3S. Gleich daneben stehen viele weitere Meilensteine startbereit, wie die meisten Exponate. Vom wohl bekanntesten Doppeldecker Boeing Stearman bis hin zum Pionier des Jet-Zeitalters The Havilland Vampire und Venom mit ihren markanten Doppelrümpfen. Nicht zuletzt der formvollendete Jet Hawker Hunter in klassischer Schönheit. Noch näher ran geht nicht. Das Fliegermuseum Altenrhein ist auch Werkstatt. Hier werden die ausgestellten Flugzeuge gewartet und repariert. Schauen Sie auf den Arbeitsplatz eines Flugzeugmechanikers und bestaunen Sie die herumstehenden Flugzeugteile, Triebwerke, Ersatzteile und Werkzeuge. Selbst ehemaligen Militärpiloten zählt auch eine nicht weniger verschworene und ebenso große Gruppe von Mechanikern und Fachleuten zum Team, die das gemeinsame Ziel mit allen Kräften unterstützt. Den Erhalt dieser fliegenden Legenden. Das Fliegermuseum Altenrhein lässt alle Legenden wieder zum Leben erwachen, denn die Maschinen werden regelmäßig geflogen. Das Fliegermuseum ist also eigentlich ein fliegendes Museum und damit einzigartig auf dem europäischen Kontinent. Fliegen Sie als Passagier in einer der Museumsmaschinen. Nur als Mitglied des Vereins kommt Ihnen dieses Privileg zu. Zu zweit im Pilatus PC7, zu dritt in der Piaggio oder in der Königsdisziplin als Passagier eines Hawker Hunters. Sie sind Teil der Legende. Das Fliegermuseum macht einen großen Schritt in die museale Zukunft. Das neue FFA-Museum Altenrhein wird 2018 für das Publikum eröffnet werden können. In den neuen Hallen werden die Besucher historische Flugzeuge und Automobile nebst weiteren historischen, bedeutsamen Ausstellungsgegenständen bestaunen können. Es wird noch viel Arbeit notwendig sein, um an dieses Ziel zu gelangen. Aber alle Beteiligten sind fest davon überzeugt und freuen sich schon heute auf den Eröffnungstermin.